Sie Schauspielerin? Genau, ja, in Ihrem Film. In meinem Film? Genau. Ach so, ja, stimmt schon. Sie hatten eine Nebenrolle, ja. Ja, ich kann mich jetzt erinnern. Also eigentlich, Sie haben ziemlich gut gespielt, glaube ich. Und Sie haben den ganzen Film alleine gemacht? Ja, schon. Ja, also, ich meine, ich habe, ja, also die Idee ist von mir, Regie natürlich auch und, ja. Ich wusste nicht im Voraus, ja, aber jetzt mit den ersten Feedbacks, die ich bekommen habe, ich bin sehr zufrieden, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass es ein sehr guter Film ist. Wie heißen Sie? Sie können nicht nur meinen Namen merken, wo ich irgendwie ja, mitgespielt habe. Wie gesagt, also es ist für mich sehr eine Ehre, Sie zu begegnen jetzt. Aber ich meine, Sie hatten ja nur diese kleine Rolle, wissen Sie ja. Die kleine Hauptrolle. Die kleine Hauptrolle. Nein zu Ihnen! Genau! Nein! Genau! Spaß mit mir. Bertha. Also, Sie? Ulrich. Guten Tag. Guten Tag, Beate. Wie fühlen Sie sich in dem Moment? Eine Ehre, mit einem großen Regie-Menschen zu sprechen. Sind Sie immer noch nervös? Beim Drehen? Immer noch. Es kann immer was schief gehen oder was schief laufen. Also ich denke wirklich, Sie müssten noch ein bisschen an sich arbeiten. Sie wären wahrscheinlich noch viel besser, wenn Sie nicht so nervös wären. Bitte schön. Also, Dankeschön. Wenn Sie weiter mit mir arbeiten, ich kann Ihnen das versprechen. Und Sie sind? Herr Wagner, ich würde von Ihnen eine sehr, sehr berühmte Schauspielerin machen. Ich habe alle Rechte. Ab jetzt. Loslassen. Morgen um 10. Eigentlich wollte ich sowas drehen, wo eine Frau wie Sie, also ganz hübsch, hier sitzen würde, auf einem Sessel, auf einem grünen Sessel, das ist auch wichtig. Und die Frau hatte ich im Traum auch genau mit rotem Haar. Es ist ein Wunder. Bleiben Sie hier, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie sitzen, meine ich. Und können Sie etwas sagen? Einfach nur diese Worte. Seien Sie doch ein bisschen stolz. Sie sind eine gute Schauspielerin, habe ich Ihnen gesagt. Viel mehr selbstbewusst haben oder sein. Das beginnt damit, dass Sie kein Recht über mich haben. Nicht so ja, natürlich habe ich Recht über Sie. Wieso aber Sie haben Sie auch Recht haben? Über mich. Sie haben auch das Recht zu sagen, jetzt stopp. Und jetzt will ich jetzt, nicht mehr! Jetzt! Stopp! So wird keiner mit mir. Lassen Sie! Ja, bitte, also gehen Sie jetzt. Ich will Sie nicht mehr sehen. Sie waren. Sie sind ganz anders als im Traum.
gewarnt. Das ist mein Drehbuch. Und Sie haben den Kontakt unterschrieben. Das... Sie sind ja nur meine Schauspielerin. Und Sie haben kein Recht. Sie sind ja nur Schauspielerin. Kein Recht! Kein Recht! Thank you.